Hey, Neron hier ist hier mit dem Laptop-Mikrofon. Alles Hux in der Buchse. Wir spielen heute Crysis 3. Wir entscheiden zwischen Abschutzstelle und Sperre. Und ich will jetzt mal hier für Staudamm. Abschutzstelle. Warum? Ich habe mal richtig Bock auf Snipen. Ich finde das so die perfekte Sniping-Map. Ich hoffe, es bleibt das so. Oh, hier habe ich noch Stumm. Mache ich immer nicht Druck. Okay. Ich habe einen 2,7er, dafür einen 44er. Oh, 7000 hat er. Jo, ich snipe meistens mit der DSG-1 oder wie heißt DSG-1, DSG-1, was auch immer. Obwohl ich eigentlich gerne mit der Gauss-Support eigentlich auch gerne snipe. Aber ich bin gerade auf dem DSG-1-Trip. Nicht ganz ehrlich sein soll. So, hier. Habe ich schlechtes Internet oder was? Warum war das gerade irgendwie so? Ach, keine Ahnung. Bin ich auch gerade hier oben. Das ist so die typisch, also wirklich, auf der Map müsst ihr drauf achten. Das ist so die typischste Sniping-Position. Die meisten einfach gern. Das konnte ich jetzt nicht hoffen. Die meisten einfach gern hingehen. Hier. Gut, das bringt jetzt gerade mal irgendwie gar nichts. Ja. Das heißt, ich müsste nochmal. Hier. Problem jetzt bei der Map, wir snipen wirklich übelst viele. Aber wirklich übelst viele. Ach, die ist da unten. Ach, scheiße. Das ist ja wirklich saumgelegen. Für Sniping. Werdet ihr jetzt sehen. Zeige ich euch. Alles kein Problem. Ja, lauf. Aha. Immer gut. Steht einer. Jetzt muss ich ihn wieder langsam weg. Die können jetzt bestimmt nicht besuchen und sagen Hallo. Ach du Scheiße, 85%. Ich glaube, mein Team snappt einfach jeder. Ne? Da holt sich ne. Ich nehme hier wieder rein. Passt auf. Moment, schräg gegenüber ist bestimmt auch einer, der es macht. Reinknüpfen. Sie haben einen Generator. Absturzstelle gesichert. Ja, das ist okay. Hinten war der bestimmt hier, schätze ich, da irgendwo. Ich darf nicht alles an einer Stelle bleiben. Wie gesagt, es sind viele Sniper damit. Und ich bin hier in so einer typischen Position. Also gern machen, da unten verstanden. Mit dem. Wir haben die Absturzstelle. Die Kapsel ist instabil. Zurück. Kapsel im Anflug. Bereit machen. Vorsicht! Der Feind hat eine schwere gefunden. Ich muss mich nicht stützen.
stimmt. Ja, geht doch. Gamma-Strahl aktiviert und bereit. Verstanden. Ich bin da hier. Von eben. Muss die hier irgendwo sein. Ja. Ich weiß nicht. Da links. Oben. Sprich. Da irgendwo. Ja. Da. Wusste ich's doch. Soll ich ihn besiegen? Noch einmal. Offen, gleich Headshot. Wo ist der nächste? Wir haben die Absturzstelle erobert. Ja. Da. Wir haben die Absturzstelle. Noch einer, da habe ich den Maximalanzug. Geil. Geht wieder mal in die Position. Gibt's doch nicht. Was? Mein Kampfschiff schon weg? Ah ja, was? Oh, jetzt habe ich Kicker. Ja, bestimmt. Nur wenn's gut läuft. Pass auf. Ja gut, wenn's gut läuft. Naja. Bin ja der Beste in Snipen, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, aber mir macht's einfach Spaß. Vor allen Dingen hier auf der Map. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber gut, das ist EA. EA Crisis, Crytek. Schade. Nee, was ist denn jetzt los? Ich bin noch drin. Nee, ja, wollte schon sagen. Da seht ihr's. Typisch, typisch, typisch. Ist jetzt nicht mehr verfügbar. Ja. Was soll ich dazu sagen? Sorry, dass jetzt hier die Sitzung migriert wurde, warum auch immer. Ja. Ich hoffe, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich hier das Laptop-Mikrofon benutze, aber ich habe kein anderes, besseres. Gerade hier zur Verwendung. Aber nächsten Monat habe ich mir vorgehabt, steht auf meinem Plan, meiner To-Do-Liste, steht, dass ich mir das neue Mikro hole. Ich habe mir schon eins ausgeguckt, ist von T-Bone, eins, ja, das will ich mir zulegen,
Und jetzt will ich euch fragen, kann ich so weitermachen oder stört es euch so extrem, dass ihr sagt, nee, das tue ich mir nicht an, sorry, mach bitte eins ohne Mikro, bis du was Neues hast, dann mache ich das gerne auch. Ich war mir nicht so ganz sicher, was ich machen soll. Soll ich es mal versuchen, soll ich es nicht versuchen? Deswegen habe ich jetzt einfach mal einen kurzen Entschluss genommen und einfach mal gemacht. Ja, mach's denn mal. Mal gucken, was die Community sagt. Und ja, ich hoffe, euch hat's ein bisschen Spaß gemacht so zu gucken, auch wenn es jetzt nicht so allzu großartig war. Aber wie gesagt, das tut mir leid mit der Migration, aber das passiert ja öfters in letzter Zeit. Jo. Und was kann ich noch sagen? Genau. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen Videos machen. Also gebt mir euer Feedback. Möglichst, womit ich auch was anfangen kann mit dem Feedback. Nicht, du bist doch scheiße. Ich meine, gut, wenn ich scheiße bin, dann tut es mir leid. Dann da kann ich nichts ändern. Wenn ich scheiße bin, bin ich scheiße. Dann, ja. Aber wenn ihr sowas schreibt von wegen so, ja, der Ton. Guck mal, dass da vielleicht noch, dass du da noch was verändern kannst oder Ton ist zu leise, Ton ist zu laut. Ja, wie gesagt, das ist, sage ich jetzt schon zum dritten Mal, ich würde es wahrscheinlich schon aus den Ohren bluten, aber das ist das Laptop-Mikro. Deswegen ist die Tonqualität jetzt auch ein bisschen schlecht. Das heißt, ein bisschen ganz schön schlecht, aber ich hoffe, dass die Videoqualität ist einigermaßen gut. Okay. Und ja. Das war's dann soweit von mir, von Nironir. Ich hoffe, euch hat etwas unterhalten und denkt dran, lasst alles Hux in der Buchse, ne? Ciao, bis zum nächsten Mal.